und Showtime! So, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde und Hallöchen, alle Leute im Livestream. So, für die YouTube-Leute, ich mach's kurz, denn wir haben wenig Zeit. Aber hey, wir haben eigentlich viel Zeit, aber nicht so Zeit. Also Zeit, ihr wisst es, Zeit ist eine andere Sache bei uns. Aber für die YouTube-Leute, hier mal eine kleine Durchsage für zwischendurch. Wir sind jetzt am Tage angekommen. Ich hab's geschafft, die Wände hinzubekommen. Es ist jetzt gerade 20.14 Uhr. Das muss man sich mal reinziehen. Es ist 20.14 Uhr, liebe YouTube-Freunde. Ich muss mir erstmal für die Fahrt schön machen. Kleinen Moment. Na, 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 gib mir viel davon. Ich rieche wie ein Puff. Das ist so schön, so schön, so schön. So. Und wir wollen dann noch ein kleines Ründchen fahren. Wir müssen wieder, wir haben wenig Zeit. Das wird kein langes Video, weil wir haben circa bis 21 kurz danach und so, weil wir wollen irgendwann 22 kurz davor essen und damit wir danach vorher anfangen und wieder aufhören können und so. Ja, aber wir sind dabei. Wir sind voll in der Spur und alles ist easy. Easy und alle peasy. Ich habe gerade 3 Videos rausgehauen. Hätte fast noch ein 4. Aber dann wäre ich wieder zu spät für ETS. Und deswegen sind ja so die ganzen Dinge. Ich wollte es nochmal alle auf dem Laufen halten, dass wir das auf Video haben und so. Die Wende ist anscheinend tatsächlich gekommen, so wie es aussieht im Moment. Es gibt Schwierigkeiten. Es wird dagegen halten. So, ich habe hier so mich versuchen, Dämonen zu übernehmen, dass ich wieder später komme, aber funktioniert nicht, weil ich bin halt sehr mächtig, ich bin ja der Pharao. Ja, für die YouTube-Leute, es haben sich viele Dinge ergeben. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich zurzeit der antierende, neue, geborene Pharao. Das ist aber, das werdet ihr in anderen Videos sehen, da wollen wir es lieber drüber schweigen, denn wir sind jetzt bei ETS und bei ETS heißt es nur eins. Hä? Richtig. Ladies. Natürlich, wir sind Trucker. Trucker brauchen Ladies. Sie wissen. Und was brauchen sie noch? Was ist noch wichtiger als die Ladies? Eine gute Fracht. Natürlich. Los rein. Schalt um. Wir wollen es sehen. Wir brauchen S. E. T. S heißt die Droge. Ditsch. Yeah. Es kann natürlich stark lecken, ja, für die YouTube-Leute, wie gesagt, zurzeit ist es, wir sind in dieser Phase, wo es jetzt, wir sind am Maximum wieder, so wie früher am Anfang, back to the roots, kann man sagen. Ihr wisst es noch, das sogenannte, der sogenannte Slipstream ist natürlich allgegenwärtig immer noch. Aber eines Tages, ihr wisst es, eines Tages. So, los. Eines Tages. Go, ruhig jetzt, ich muss mich konzentrieren. Psst. Oh, erstmal die Begrüßung. Haben wir alles richtig gemacht? Ja. Nee, ich habe die Lautstärke nicht volle Pulle gemacht, oder? Doch. Nein, doch. Ja, doch. Oh, für die Horde. Natürlich fahrt ihr mit. Ihr fahrt alle mit. So, rein da. Zack. Bin mal schön, wo wir stehen geblieben sind. Wir geben uns erstmal jetzt hier diese 40 Minuten. Ist nicht dolle bei ETS, das wissen wir alle. Aber das ist also ein richtiger Bewand hier. Wie gesagt, wir sind dabei, die Zeit umzustellen, liebe YouTube-Freunde. Das heißt, wir sind, wie gesagt, es ist eine schwierige Zeit für uns hier alle. Für alle. Ganz Hypnos World. Planeten über Planeten. Ist richtig was los hier. So, Ruhe. Ja, weiter. Los. Wir gucken erstmal, wo wir sind, damit ich mich psychologisch darauf vorbereiten kann. Wo? Frankfurt? Ach so, ja, jetzt weiß ich es auch hier. Ah, jetzt Schlachtplanänderung. Warte mal. Was? Nein, sitz. Geh weg. Wo willst du hin? Ja, gut. Was? Raus. Nein, was klickst du denn da immer? Hör auf, ich habe jetzt keine Zeit für diese Spiele, Mann. Wir wollten ja über bla bla bla, wollten wir eigentlich nach München, um den nächsten LKW zu kaufen. Aber jetzt ist mir gerade... Und zwar, ich würde, bevor wir den LKW kaufen, würde ich mir noch ein letztes Mal einen kleinen Abstecher nach Nice geben. Wo ist Nice? Wo ist Nice? Es gibt gar keinen Nice. Nice, wo bist du? Es muss hier irgendwo sein. Nizza? Wo ist Nice? Wo ist Nice?
Nice ist weg. Es muss irgendwo an Italien irgendwo sein. Wo ist Nice? Ich muss dahin, da sind die Ladies. Wo ist Nice? Oder hieß es Nizza, das Ding? Nee. Nice ist weg. Es kann nicht sein. Wo ist dieses Nice? Es war doch irgendwas bei Italien gewesen. Mach jetzt keinen Scheiß. Oder hieß es Nizza? Nein, es hieß Nice, oder? Wir haben es alle gesehen. Mach keinen Scheiß. Okay, wir kommen, wir schaffen da sowieso nicht bis hin. Dann können wir es nochmal in dem anderen Video sehen. Aber mach jetzt keinen Scheiß, Mann. Es ist weg. Nizza ist nice. Knulli, Ditsch, Hallöchen. Sicher? Es muss ja so sein, es muss Nizza sein. Haben die das jetzt in Nizza umgeändert? Sag bloß, die haben jetzt Nizza, nice in Nizza umgeändert. Dann heißt es jetzt richtig, oder was? Okay, da müssen wir hin. Also schaffen wir heute nicht, aber das ist unser Weg. Das ist aber ein weiter Weg. Das ist aber ein weiter Weg. Das ist aber ein weiter Weg. Na, sollten wir vielleicht doch erst nach München fahren. Ah, dann komme ich mit den neuen LKW und dann kennen mich die Ladies nicht. Nee, wir fahren jetzt erst nach München. Wir fahren jetzt erst nach Nice. Weil, wenn ich jetzt mit dem neuen LKW komme, dann erkennen die mich vielleicht nachher gar nicht. Und dann sagen die nachher noch, die Ladies, dann sagen die zu mir, ja, ja, das war gar nicht dein LKW. Das hast du von irgendeiner Firma, Hypnoswold. Und ich sage, nein, das war mein LKW. Ja, guck doch deinen neuen LKW. Sieht aus wie aus einem... Wir wissen es ja nicht, was wir da kaufen. Dann komme ich da mit einem MAN. Ich muss mit meinen damit einmal, damit die wissen, dass ich es bin. Ich bin Hypnoswold. Ich muss dahin. Es uns bleibt uns... wir müssen es machen, Mann. Danke, Knulli, danke, Mann. Okay, wir fahren. Das heißt, wir fahren nach Nice, wegen der Ladies. Tut mir leid, der LKW muss warten. Ihr wisst es, was macht man nicht alles für Frauen? Was macht man nicht alles für Frauen? Ihr kennt es, ihr wisst es. Okay, wir fahren bis Mannheim, dann ist sowieso schon wieder Feierabend. Also wir versuchen, bis Mannheim zu kommen. Erstmal hinkommen. Das schaffen wir sowieso nicht, wir haben nicht so viel Zeit. Zeit ist ein schönes Wort, wenn wir es hätten. Zack. Los, wir gehen mal frische Luft jetzt alle hier. Ich überventiliere schon wieder. Ich glaube, ich brauche mehr Parfum. Oh, lädt zügig. Na? Ach du Scheiße, das geht ja schon übel los hier. Stimmt ja, das war ja, wo wir gerade noch hier lebend auf den Platz gekommen sind. Ach du Scheiße, Mann. Hm. Ja, dann pennen wir jetzt eine Runde erstmal. Der, guck mal, der winkt da schon. Was winkt denn der jetzt? Ich gehe jetzt nicht raus. Ja. Ah, jetzt weiß er Bescheid. Ich dachte, ich soll jetzt noch raus. Ich will jetzt nicht raus, ich muss noch mehr Strafe bezahlen. So, los, wir machen ein kleines Nickerchen kurz hier auf dem Platz. Normalerweise machen wir das. Wir fahren immer ins Hotel, aber wie gesagt, wir sind erschöpft. Das war eine schwierige Fahrt davor. Ihr werdet es in dem Video irgendwann sehen. Das war wirklich, wir haben es mit letzten Lebenswille hergeschleppt auf diesem Platz. Los, ein kleines Nickerchen, wir machen die Augen zu. Schnarch, 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 schnarch. Und es ist 23.40 Uhr, der Platz ist nicht mehr bewohnbar jetzt. Alle sind weg, nur noch die Untoten leben jetzt um diese Uhrzeit. Und wir müssen in unserem PDA schauen und beten, dass wir irgendwie nicht fahren sollten, vielleicht ins Hotel oder so. Mach mal die Maus ein bisschen. Jetzt mach da mal, nein. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Da. So, wir sind hier, wir wollen nach Mannheim. Wollen nicht, aber wir wollen zu den Frauen. Wo geht's hin? Mannheim, gib mir Mannheim. Nicht Magdeburg, Mannheim. Mannheim, Mannheim, Mannheim. Nicht Luxemburg, nicht Stuttgart, Mannheim. Gib mir Mannheim. Wohin? Nicht Dortmund, Nürnberg. Nein, Mannheim, da. Bagger, nee. Limonade. Oh, Limonade, 23 Tonnen Limonade. Na gut. Limonade.
Noch 5 Minuten? Sehe ich aus wie ein Rennfahrer? Nee. 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 Greg, wir fahren ins Hotel. Ich fahre hier nicht von hier aus zum Frachthof. Kannst vergessen, Leute. So, Leute, schnallt euch an, wir fahren hier los. Mann, ihr Blöder, ne? Fahr jetzt mal ins Hotel. Ne, 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 ne. So haben wir hier nicht gewettet, ja, kacke. So haben wir. Gott sei Dank. So, Blinker rechts. Funktioniert. Blinker links. Funktioniert. Standlicht. Geht. Normallicht. Geht. Fernlicht. Okay. Warnblinklichtanlage. Geht. Okay. Schwenk. Blinker rechts. Funktioniert. Blinker links. Funktioniert. Warnblinklichtanlage. Funktioniert. Feststellbremse. Funktioniert. Bremse. Funktioniert. Fliegen? Das ist hier kein Flugsimulator. Das ist E. T. S. So, los. Gang rin. Abflug. Mach mal Fenster runter. Fenster runter. Das ist schönes Wetter, Mensch. Und schneidet euch an, habe ich schon mal gesagt. Wir fahren jetzt erstmal ins Hotel. Denkst du, ich penne? Fahr doch von hier aus. Was ist denn da? Der Sicherheitsdienst. Oh, warte mal. Geh mal beiseite. Na, Ben. Was? Wir dürfen hier auf dem Platz. Ja, wir waren gestern ein bisschen erschöpft. Ich kam von einer langen Fahrt. Ja, wir fahren jetzt hier runter. Nee, wir haben Erlaubnis. Nee, gucken Sie mal hier, mein Name. Ja, genau, Hypnoswolf. Richtig. Nee, das ist mein Auto. Was Wagenpapiere? Ich bin's wirklich. Ja, gut, dann. Hier, gucken Sie hier. Sehen Sie? Ja. So. Ja, aber gut, dass Sie aufpassen. Hier treibt sich ja heutzutage, was hier sich heutzutage alles rumtreibt, man weiß es ja nicht. Haben Sie gut gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, sind Sie durch mit der Stechuhr? Also, die fangen gerade an. 20:48 Uhr, ja? Also ein bisschen früh dran, wa? Über genau, wa? Ja, der wird zuerst kommen, als er. Gut, einen schönen Abend noch, vorsichtig, ne? Sie wissen ja selber. Gut, ja, schönen Abend noch. Mensch, ich muss mal meine Papiere zeigen hier, glaube ich, Spinne, ja. So. Oh, schöner, guck mal da. Habt ihr gesehen? Oder wollen wir rüberfahren, ob die Limonade... Nee, ich will keine Limonade fahren. Mach mal näher ran hier, ich sehe da sonst gar nichts. Genau, Frauennavi-Erweiterung. Nee, lass mal ins Hotel fahren. Aber wenn wir schon mal hier sind, komm, wir fahren mal rüber. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, vielleicht... Kick mal Zippes mal rein. Lass mal rüberfahren. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, bietet sich ja an für uns. Also, wir kicken mal kurz rein hier. Was uns hier das Terminal sagt hier. So, zeig her hier. Eingabe. Kicken wir mal auf unseren Terminal hier. Die Limo wollen so um. Was? Jetzt nach Amsterdam. Rosen nach Amsterdam. Siehst du, weg ist die. Weg ist die Limo. Jetzt fährt sie nach Amsterdam, die Limo. Ohne uns. Ich wusste doch, dass sie uns wieder verarschen. Hier! Oh, warte mal, da kommt einer. Mann, ich hab keine Zeit, Digga. Sagt er? Ja. Na, Band. Nee, ich war gerade hier nur am Terminal, weil wir hatten hier Nachricht bekommen über PDA, dass irgendwas Limonade gefahren werden soll. Was? Ja, ist schon raus. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Was? Nee, Amsterdam fahre ich nicht. Ich fahre jetzt ins Hotel. Ich komme vielleicht nachher nochmal vorbei. Ja, schönen Abend noch. Bis später. Fahr da jetzt nicht nach Amsterdam, Junge. Ich will nach Mannheim. Ich muss zu den Ladies, Mensch. Was willst du denn mit Amsterdam? Ne? Und hab ich gar keine Rosen dabei. Sehe ich aus, als hätte ich jetzt Rosen gekauft oder was? Die Läden sind jetzt alle zu, soll ich die Rosen herholen?
So jetzt hier. Mal auf der Straße hier. Oh, der Böller wieder. Ach, lenkt sich ein bisschen steif von der Hydraulik wieder. Muss das wieder warm werden, der Bruder. Oh, Scheiße. Naja, wir können ja ein bisschen, wir sind ja ausgeruht. Jetzt fahren wir erstmal schön ins Hotel, Leute. Pass auf, wir fahren jetzt erstmal ins Hotel. Und dann werden wir erstmal ins Buffet gehen, da ein bisschen was essen im Restaurant. Nicht, wir haben ja Zeit, wir sind ausgeruht ein bisschen. Können wir auch mal schön was essen gehen, mal kicken, was es so gibt. Vielleicht gibt es ja da heute irgendwas, ne? Vier chinesische Soße, wie mein Vater. Da knarrt jetzt, da knarren die Zylinderköpfe wieder. Ich höre schon wieder. Oh, guck mal da drüben. Da hat auch ein neues Restaurant aufgemacht. Seht ihr das denn? Nicht schlecht. Ah, der hat schon zu. Ja, spät. Der macht wahrscheinlich keinen Spätkauf, Spätessen oder wie das heißt. Wo geht's denn jetzt hier hin? Wo fahren wir denn jetzt hier hin? Ja, genau, wo fahren wir eigentlich hin? Wo führt denn unser Navi uns hin eigentlich? Stimmt eigentlich, warte mal. Echt jetzt? Zum Hotel? Hab ich aber nicht gesteckt. Ja, der Navi weiß, was wir wollen. Der Navi weiß, was wir wollen. Siehst du, ich wusste schon, dass ich gar nicht beschleunige. Kollege, ich wusste, dass ich nicht beschleunige. Weiß mal, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht sitzt ja hier was Nettes drin, aber ne? Brr, brr. Fahr doch. Oh ja. Hallo. Na du? Kannst du mich sehen? Die hört mich nicht. Ah, die hat zu laut. Die hat zu laut Musik an. Du musst aber auch ein bisschen auf den Verkehr achten. Kannst nicht so laut Musik hören, Mensch. Feuerwehr gegrüßt. Wichtig, Feuerwehr immer grüßen. Naja, gut. Dann halt keine Konversation. Fahr doch in deinen Transporter, Mann. Dann bleibst du halt die Nacht alleine. So, hast du davon. So, Achtung, Kreisverkehr, immer gefährlich hier. Kommt keiner, gut, rein da. Hm, heftig. Du wartest. Ja, fahr mal einfach. Ey, wehe, du wartest nicht, sag ich dir. Oh, hier muss man auf. Jetzt wäre ich fast weitergefahren, ja. Ganz vorsichtig über den Böllermann. Warte mal, ich frag mal hier kurz, vielleicht können wir draußen sitzen. Mal kurz mal ganz leise hupen. Na, Bent. Was gibt's denn heute? Was? Ja, wir kommen ja. Wir wollen auch was essen. Deswegen. Was? Ich verstehe sie nicht. Moment. Moment, ist so laut hier. Ja, jetzt. Was? Was gibt's denn heute bei euch? Rosenkohl? Hm. Nee. Gibt's was mit Pizza heute? Irgendwas mit Pizza? Oder ich mag. Ich komme mal gleich vorbei. Ja, ist super. Ja, danke. Bis gleich. Ich stehe im Weg. Wir reden gleich. Oh, die haben mir meinen Platz weggenommen. Alter, ey. Da will ich nicht stehen. Das ist dieser Kotzplatz, wo die alle mal die LKWs voll kotzen. Ah. So, los, Leute. Steigt mal aus. Ihr könnt ja schon mal in den Garten gehen. Wir gehen in den Garten, wenn wir essen mal draußen. Ist ja schön. Guck mal, hier ist ein schöner Abend hier, oder? Ja, ist ein schöner Abend. Können wir draußen essen, Leute. Haltet mir mal einen Platz frei, okay? Ich werde derweil hier unsere Kiste wegstellen. Und Tür zu. Nippel runter, Tür zu und Fenster hoch. Danke. So, die sind weg. Habe ich meine Ruhe? Habe ich meine Ruhe? Scheiße, muss ich auf den Platz stehen? Ich will da nicht stehen, Junge. Wer steht hier auf meine Plätze? Volvo und was ist denn vom Vogel da? MAN. Ja. Denkst du auch, du hast den Boss besucht? Das ist mein Platz, den du da hast.
Also läuft das. So, abschießen und dann gehen wir zu und dann komme ich zu den anderen sozusagen. Ja, dann los. Party, Party, Essen, 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 Tisch vollgekippt. Oh, Scheiße, wieder die Rechnung zu viel bezahlt. Ach du Scheiße, haben das wieder abgezockt. So, neuer Tag, neues Glück. Es ist 9:10 Uhr auf einen Samstag. Wer will da schon gerne arbeiten fahren? Niemand, aber wir schon, denn wir lieben es. Wir ackern wie die, genau, arbeiten wir. Zack, jetzt gib mir eine gute Fracht. Wehe nicht. Sonst rufe ich den Onkel an. Und ihr wollt nicht, dass ich den Onkel anrufe. Mannheim, was? Nee. Was für ein Zeug? Ich kann es nicht lesen. Lagerüst? Leergerüst? Wie viel Tonnen? 28 Tonnen? Das bringt meine Kiste gar nicht. Warte mal, kann ich vielleicht ein Land hier über ein Dings überspringen? Stuttgart, Mann, bin ich blöde. Mann, warum hab ich das nicht früher dran gedacht? Straßburg. Mann, ich kann auch ein Land über. Ich könnte auch Stuttgart nehmen können. Ah, oh, bin ich blöd, habe ich nicht dran gedacht. Straßburg! Nee, fahr doch deine Bagger alleine! Stuttgart, Straßburg, Zürich. Duisburg, warte mal, war nicht? Nee. Oh, habe ich verkackt, Mann. Chris Ditsch. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir hätten ja auch überspringen können. Ich muss ja nicht unbedingt nach Mannheim. Jetzt haben wir verkackt, Mann. Zürich? Ist auch da unten. Ja, Zürich. Was ist denn das? Metallschrott. Nee, Mann, lass doch mal Lebensmittel fahren, Mann. Spanplatten. Sehe ich aus wie ein Schreiner oder was? Nee, wir bleiben im Hotel. Wir pokern wieder. Wir pokern, Leute. Wir machen jetzt keine Stadtrundfahrt. Wo sind wir überhaupt hier? Was wartet hier Frankfurt am. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Na, nee, wir bleiben im Hotel. Ich würde normalerweise, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich sagen, lass uns mal eine Stadttour machen. Aber wir bleiben heute mal im Hotel. Ich weiß, normalerweise, vielleicht können wir geile Ladies kennenlernen. Aber wie gesagt, lass uns mal noch ein Stück vorankommen Richtung Nice, also in Nizza jetzt. Los, wir bleiben im Hotel, machen noch ein bisschen Party hier draußen, ein bisschen an der Schirme spielen und so. Wir können ja noch gucken, ob wir uns ein bisschen sonnen können oder was. Und dann bleiben wir im Hotel. Los. Party, 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 Party. Sonnenbräune, Sonnenbräune. Oh, Sonnenbrand, scheiße. Ah, das war nicht gut gewesen. Haben wir jetzt nochmal deine Ruhe? Aber du bist jetzt. Warte mal. Nicht mehr müde. Das heißt, das ist jetzt unsere letzte Chance. Und jetzt haben wir alles ausgereizt, was wir ausreizen konnten. Leute, jetzt wird's gefährlich. Bitte, Mann. Jetzt dürfen wir uns darf kein Fehler mehr passieren jetzt. Breslau, wo ist denn das? Das ist irgendwie. Ach, ich wollte sagen, das ist doch ganz woanders. So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist. Hä, Breslau, das ist doch ganz woanders. Luxemburg, nein. Bitte gib uns. Gib uns. Gib uns. Stuttgart, ja, nein. Gib uns was Essbares. Was? Oh, Köln. Guck mal hier, Köln, zu Chris. Nein, wir fahren jetzt nicht zu Chris. Wir müssen zu den. Straßburg, was ist das? Alter, was wollt ihr mir hier? Leere Platten. Holzbalken? Was ist denn das alles für ein Gelumpe, Mann? Was ist denn das für ein Gelumpe? Nee, Duisburg war genau. Duisburg war oben gewesen. Dann bleibt mir nur noch dieser Mist hier, oder was? Oh, das schmerzt meine Seele, Mann. Ah, dann nimm mal das mal. Oh, das ist. Mann, das schmerzt so meine Seele. Wo ist denn das? Ach ja. Linz war auch da. Warte mal. Linz. Oh, ganz. Oh, warte mal. Ah, oh, nee, ich muss ja nach hier, ich muss ja nach. Ich muss nach hier, das ist ja, nee.
Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? 2 Stunden? Na gut. Scheiße. Na, dann nehmen wir das. Normal ist das eine extreme Ausnahme. So, Leute, alle raus aus dem Garten da. Und kommt aus dem Bett, wer jetzt schon pennen gegangen ist. Alle aufstehen, wir fahren jetzt los hier. Los. Ich hole euch ab am Eingang. Und eiert nicht so rum. Guck mal, die winkt da am Fenster. Ich habe keine Zeit jetzt. Ich habe keine Zeit. Oh Mann, die wollte sich gerade ausziehen. Ich habe noch nicht mal mehr gesehen, dass sie ihre Brüste an die Scheibe gedrückt hat. Früher konnte ich das wenigstens noch genießen. Was ist der Pförtner hier? Nabend? Was? Ja, ich muss jetzt... was? Nee, ist alles in Ordnung. Nee. Ja, mein, ich warte noch. Ich wohne nur meine Leute hier und dann fahre ich auch schon weg. Was sagen wir? Ich bin hübsch. Ja, danke. Vielen Dank. Wollt ihr mich jetzt anmachen oder was? Was ist mit dem los? Wenn das seine Frau erfährt. So, los, Leute, einsteigen. Da. Oh, warte mal. Wir, die verarschen uns jetzt mit der Lieferung. Ah, nee, okay, die Fahrt geht gut. Okay. Puh. So, los, einsteigen. Kommen die Mädchen wieder? Ah, da. Ah, hier kommt schon wieder. Die, guck mal, hier, 2 Mädchen mit einer mit Korbelstiefel. Wer hat wieder nichts an und einen Korbelhut. Und die andere hat einen Regenmantel und einen Schirm. Pass auf wegen der Steine. Nicht, dass du da irgendwas reintrittst oder was. Ah, Mädchen, zieht euch doch mal was an. Die Jungs? Ah, die sind alle angebügelt hier. Alle wieder gebügelt und geschniegelt. Gut gemacht, Jungs. Gut. So, Tür zu. Fenster runter. Gut. Los geht's. Wir haben keine Zeit. Oh, Cabrio, oder? Nee. Ja, was eierst du denn mit deiner Nuckelpinne vor meiner Kiste rum, Junge? War eine Blondine drin, habt ihr gesehen? Ja, ist ja gut, jetzt aufzublicken. Oh, Polizei. Ja, fahr. Gut. Da schrubbt aber die Gänge wieder. Polizei fährt vor. Herr Wachtmeister, fahren Sie mal vor. Oh, ich muss hier rennen. Oh, das läuft. Leute, das läuft. Der Blinker, ey, du bringst mir mit dem Blinken, machst du mich noch fertig, sag ich dir. Oh, gleich nochmal? Hä? Hier geht's ja gar nicht rein. Achso, nur ein Stück weiter. Mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Wo muss man jetzt hier hin? Hier rein oder was? Wo fahren wir denn jetzt hier schon wieder hin? Guck mal hier, Flugzeughangar. Bauen die hier Flugzeuge? Die haben hier Tennisplätze als Parkplätze und haben hier Flugzeughangar. Hier stimmt doch schon wieder was nicht. Ich kann mich jetzt nicht konzentrieren. Wir müssen konzentrieren jetzt hier. Ah, der biegt ab. Kannst du denn die Feuer machen? Hat gar nicht geblinkt. Hast du gesehen? Hat der wieder seinen Führerschein gemacht. Ah, die warten hier schon. Aber was hetzen die denn jetzt hier schon wieder? So, warte, Leute. Ich krieg ja so, was das haben. Nicht, dass alle losrennt wieder. Ja, das ist unser Gelumpe. Ja, nimm mal das Zeug. Ja. So, dann geht ihr mal rein, holt mal die Frachtpapiere, ja? Und lasst euch da nicht bescheißen, weil nicht, dass wir hier, keine Ahnung, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Und seid nett. Und wenn da sowieso schon mal reingeht, pass mal auf, die Hälfte von euch, die geht mal rein, holt die Frachtpapiere. Die anderen Hälfte, wie zum Beispiel hier Wupperwiese, Säbezahnlaus, ihr geht mal in die Kantine, holt uns mal, ja, für mich, also bringt euch was mit und für mich bitte 4 belegte Brötchen. 2 mit Salami, 2 mit Eis sag ich schon, 2 mit Ei, 2 mit Salami, 2 Becher Kaffee mit Deckel und 4 Kirschstreusel für unterwegs und ja, weiß nicht. Ja, mehr nicht. Mehr nicht. Okay, ja, dann. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch haben will. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch haben will. Na gut. Tür zu, dann mehr nicht. Nee, reicht, mehr nicht. Tür zu, danke. Cool, aber hier in unserem Dings hier. Ah ja, wie gesagt, was ist denn da von der Rampe hier? Ah, hier ist er. Mahlzeit. Ja, was sagen. Hey, ich soll hier die Fracht holen. Irgendwelches, was?
Ein weiter. Ja, wollte nur sagen, dass ich nicht, dass ich einfach nur so rumkurve auf dem Hof. Ja, nee, nee. Was? Ja, ich fahre normalerweise nicht so eine Frachten. Genau, mein LKW sieht auch nicht danach aus, oder? Ja, genau. Ich fahre eigentlich Lebensmittel. Ja, ich bin kein so ein anderer Frachtenfahrer da. Boote manchmal noch, also Luxusdinger. Ja, ich fahre nur höher. Deswegen, aber ich wollte jetzt, ich muss nach Neis. Was? Ja, wegen Geschäfte. Ja. Ja. Ja, okay, ich fahre dann rum. Wir sehen uns bis gleich. Da geht schon. Okay, es geht auch. Oh, da kommt noch eine Lady. Guck mal, der quatscht mit einer Lady. Ob sie mich gesehen hat? Er geht mit ihr um die. Er geht mit ihr rum. Warte, komm, wir fahren hinterher. Ah, warte mal, sie kommt hierher. Sie kommt hierher. Hallo? Na? Ja, ich bin's. Wieso? Kennen Sie mich? Ja, Hypnosvolt. Ich bin's selber, ja? Wieso? Ah, Sie sind die Schwester von der einen Mautstelle. Oh Mann. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Ich komme ja an vielen Ladies vorbei. Weil die waren bestimmt. Sie waren nett. Ja, ich. Ja. Ja, dann grüßen Sie doch mal zurück. Wie ist dein Name? Sabine. Ah, auch ein schöner Name. Ich muss jetzt aber arbeiten. Tut mir leid. Also ich habe jetzt. Wir können uns ja mal anrufen oder so. Also. Geh doch mal in die Kantine, da sind gerade meine Leute und dann gibt's hier meine Nummer. Ja. Hier, Wupperwiese war. Wupperwiese heißt der. Ja, gib's ihm meine Nummer und dann gib's ihm deine Nummer und dann rufe ich dich an. Ja! Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. ihre Schwester arbeitet bei dem einen, ja, irgendwo, weiß ich jetzt auch nicht, Mann. Hier, Kontrollding. Weißt du, wo man durchfährt, diese Mautdinger? Junge, hat die mich erkannt? Ah, ich bin halt bekannt, ne? Ich bin bekannt. Läuft, würde ich sagen. Ja, es läuft, Leute. Ah, das sieht schwierig aus. Ah, ist ein Stück gerutscht. Scheiße. Ja. Andock. Was sagst du? Ich kenne ihre Schwester. Woher? Ja, von unterwegs. Ja? Ob du die auch mal kennenlernen kannst? Du, das weiß ich nicht. Da musst du mal hier deine Kollegin da fragen. Ja. Wie gesagt, ich weiß, das ist eine lange Geschichte. So viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Ja, danke. Kannst du festmachen jetzt. Danke. Mensch. Wir sehen uns. Ja, schönen Tag dir auch noch. Und überarbeite dich nicht. Gut. Jetzt wollte er durch mich an sie ran, über die Schwester. Da blickt er kein Schwein mehr durch. Der wollte an die Schwester an der Mautstelle. Also hier der Lagerarbeiter dann. Der Lagerjunge dann. Mal soll er doch die da klar machen. Warum will er denn jetzt die Mautschwester kennenlernen? Der kann doch die da klar machen. Die ist doch schon da. Die Mautschwester weiß doch gar nicht, wie die aussieht. Ich weiß, wie die aussieht. Ja, okay, vielleicht nicht mehr so genau. Aber er weiß gar nicht, wie sie aussieht. Hier machst du was mit. Da winkt er nochmal. Da machst du was mit, seid ihr. So, brrr. So, Leute, einsteigen. Und Susi, Ditsch. Habe ich noch jemanden überlesen? Alle Neuen und alle Alten, Hallöchen, ja? Ditsch, wenn ich euch gerade... Ihr seht ja, ich bin hier am Arbeiten. Ihr seht doch, was hier los ist. Ja, soll ich jetzt jemanden überlesen haben? Ihr seht ja, ich bin hier tierisch am Arbeiten. So, Tür zu, Leute. Ja, mach mal die Frachtpapiere unten rein diesmal. Mach mal unten rein. Und lass das Fenster unten, Mensch. Dass ich das immer sagen muss, das geht mir so auf den Sack. So, los. Hat er es richtig rangemacht da jetzt? Machen wir jetzt mal auf die Bremse? Mal sehen. Ja, Bremse scheint zu gehen. Okay. Nicht, dass da hinten keine Bremse und der fährt mir an hinten rauf oder so. Mach mal runter hier. Achtung, Fußgänger. Oh, ja. Nun, fahr doch noch zaghafter. Ich hab zu tun, Mensch. Nun fahr doch, Mann. Bist du sonntags geboren oder was? Junge, bist du auf der Kaffeefahrt? Kaffeefahrt? No, nicht wahr.
Ich kann gar nicht die Gegend hier genießen, weißt du? Kollege? Ja, konntest du nicht früher blinken? Wegen dir bin ich jetzt extra abgebremst. Was ist denn das hier? Ist das hier eine Sonntagsstadt oder was? Seid ihr alle sonntags geboren oder was? Mit euch los. Ja, ey, schneid mich mal noch. Sag mal, dir geht's ja wohl noch besonders gut, wa? Habt ihr gesehen? Der hat mich fast geschnitten. Ey, wie, du ziehst jetzt mit deinem komischen Sonntagsfahrzeug hier oben die Ecke, sag ich dir. Junge, alle keine Ahnung vom Autofahren hier in dieser Stadt. Die können alle nicht Autofahren, sag ich dir. Junge, ich bin ja nur am Blinken, Junge. Ist das hier eine Fahrschule, diese Stadt hier? Bin ich hier in eine Fahrschule gefahren oder was? Werden hier Fahrschullehrer ausgebildet in dieser Stadt oder was? Wohnen hier Fahrschüler? Oh, los. Was kriegst du denn so? Da muss ich mal wieder runterkommen, ich bin schon wieder ganz aufgeregt hier. Wo ist denn jetzt hier raus, Junge? Ich bin ja völlig gefangen hier in dieser Stadt, Junge. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ich bin schon ganz voll. Da, Autobahnzeichen. Hier muss man, was sagt da, links ab? Nee, mal rechts rum, nicht links ab. Rechts rum. Oh, wir müssen einen riesen Bogen drehen. Achtung. Oh, es leckt ein bisschen. Kriegen wir hin? Na, hoffentlich. Guck mal, er ist stehen geblieben. Aber wenn du dich nicht auskennst mit Kreisverkehr, dann bleib doch da, wo du bist. Fahr hinter mir, wenn du keine Ahnung hast. Weiter, weiter, weiter. Jetzt ruf auf der Autobahn hier. Ich bleib mal in diesem Gang. Ruf auf der Autobahn. Neunter Gang drin. Lacht da schon der Motor. Okay. Da zieht er aber an. Da zieht er an. Ja, 7 Tonnen. Mit 7 Tonnen, das geht. 7 Tonnen ziehst du. Oh, guck mal hier. Oh, fein. Oh, ein Segelboot. Oh, habt ihr gesehen? Kollege, wir haben keine Zeit. Komm, wir bleiben an den Kollegen hinten dran. Den kriegen wir. Da beschleunigen wir auch, Leute. Da bleiben wir dran, Kollege. Ob ich mal durchrufe über vorne hier? Da bleiben wir dran. So ein bisschen runter vom Gas. Dann jetzt los. Was ist denn jetzt los? Was macht ihr denn jetzt hier schon wieder? Ah, wir biegen alle ab. Ja, dann biegen wir alle ab. Wo geht's hin? Nach Karneval? Wo fahren wir hin? Zum Karneval? Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren zum Karneval oder was? Guck mal, jetzt haben wir einen anderen Kollegen vorne. Dann schleppen wir mal runter. Gib mal Gas, Motor. Der zieht uns ja davon. Ah, gib da wieder an. Der wetten, dass der mich im Rückspiegel gesehen hat? Komm hier, Kollege hier links. Hängen wir uns ran. Windschatten fahren. Oh, komm, warte. Oh, ich hab fast den Motor aus. Was ist denn jetzt? Puh. Oh, hier ist irgendwas Macke. Wir fahren geradeaus. Kollege biegt ab. Man muss mich so erschrecken. Oh, das wird schwierig. Mit meinem Schweinekutter. Oh, ich zieh hinterher. Ich schrote so richtig die Gänge, sag ich dir. Fahr rein, Leute, ich mach dir Platz. Fahr rein. Da kommt keiner. Fahr rein, Digga. Jetzt kommt einer. Wie, der fährt mir rein, sag ich dir. Gut. Haben wir überhaupt Licht angemacht? Ja. Gut, haben wir geschafft. Wir sind auf den Spuren. Na los, ziehen wir vorbei. Ziehe ich vorbei. Junge, ich habe auch mein Spiel. Man merkt richtig, dass ich ein Sportgetriebe habe, ne? Grüß mal hier. Man merkt richtig, dass ich ein Sportgetriebe habe. Ich überlege, ob wir an der Tanke fahren. Wollen wir an der Tanke fahren? Runter vom Gas, das ist ein Blitzer. Puh.
Junge, mein Sportgetriebe ist schon ein hartes Ding. Da kommt da wieder. Scheiße. Der, was ist denn jetzt hier? Was ist denn da vorne los? Was ist denn da? Los, ein Bärenrennen? Was ist denn hier los? Ah, die Tanke, die ist sowieso nicht so. Kollege, was machen die denn jetzt hier? Was ist denn mit euch los? Wollt ihr mich verarschen? Da ziehe ich an euch alle vorbei jetzt. Was macht ihr denn hier für ein Bärenrennen? Ist das überhaupt... Was? Na. Da ziehe ich doch durch. So. Wie habe ich es gegeben? Kollege? Spannende Kiste, muss ich mal sagen. Wirklich spannende Kiste hier. Warte mal, wir müssen auf dem Navi hier aufpassen. Kollege? Mann, ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen vor... Kollege, ein bisschen... Oh, warte mal, eine geile Rennstrecke hier, muss ich mal sagen. Das ist hier aber eine geile Rennstrecke. Hier kannst du ja richtig heizen. Das riecht ja... Guck mal, genießt mal ein bisschen. Ist zwar ein bisschen bewölkt, aber ist eine schöne Strecke hier so. Wenig Spritverbrauch. Ich spüre, dass wir nicht so viel Sprit verbrauchen durch die Strecke hier. Die ist auch gut gepflastert, das siehst du auch. Die haben die vor kurzem wahrscheinlich erst gemacht, oder so. Wir bleiben mal mittlere Spur, damit die wissen, wer hier der Boss ist. Oh, wir müssen ab. Wir müssen ab, Leute. Aha, okay. Ja, gut. Junge, Junge. Schön runtergebremst, oder? Habt ihr gesehen? Ja, komm mal rein. Sehr schön. Flüssig! Oh, guck mal, hier können wir mal austreten gehen, theoretisch. Also lass mal kurz gucken. Lass mal kurz gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben 5 Stunden für wie viel Kilometer? 144. 3 Stunden brauchen wir 180. Wir hätten noch ein bisschen Bonus. Knurrt er wieder. Hör auf zu knurren, Mann. Wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt ein paar Indianer. Pass mal auf. Hinter mir drängeln sie schon wieder. Hör doch mal auf zu drängeln, Mann. Du siehst doch, dass ich hier schwere, vielleicht schwere Fracht habe. Ah, wir sehen einen Bauer hier. Komm, wir machen mal ein Landschaftsbild. Ein Bild muss sein, Leute. Lass mal die Kollegen mal vorbei. Ja, die Zeit ist jetzt um. Okay, steigen wir mal aus. So, pass mal auf, ein paar von euch bleiben drin, ne? Falls wir jetzt, falls hier Polizei kommt oder was, dass wir hier keinen Ärger bekommen oder so. So. Mal kurz mal ein bisschen kicken hier. Junge. Ist ja richtig was los. Chichi. Komm, geh mal ein Stückchen hoch. Hier. Nee, wisst ihr was? Wir gehen mal rüber. Komm mit, Leute. So, pass mal bitte auf, alle. Wisst ihr, hier ist Straßenverkehr. So, ihr wisst ja, haben wir gelernt. Erst gucken links. Also erst links gucken, dann rechts gucken. So, dann rüber und beeilt euch. Trödelt, bummelt nicht. Nicht bummeln! Achtung, hier ist so ein Dings, nicht, dass ihr hinfällt. Ach. Dann geht's bergunter. Gemütlich, komm. Mal ein bisschen zügiger laufen, wir haben nicht so viel Zeit. Lauf mal, nun trödelt mal alle nicht so. Nicht bummeln! Oh, der Zaun ist zu Ende. Da müssen wir aufpassen. Hier ist der Zaun zu Ende. Guck mal, hier haben sie noch nicht fertig gebaut.
Nicht, dass jetzt hier wilde Tiere sind. Hier ist der Zaun zu Ende. Wenn jetzt hier wilde Tiere sind, sind wir am Arsch. Komm, dann gehen wir. Ich meine, wenn der Zaun zu Ende ist, dürfen wir rauf, oder? Komm, gehen wir mal hier. Was ist das hier überhaupt? Sieht ein bisschen mystisch aus, oder? Ein mystisches Feld hier. Komm, irgendwie, ich habe das Gefühl, hier stimmt auch was nicht. Komm, lächeln mal. Stellt euch mal hin, wir machen ein Foto davon. Warte, so. Lächeln! Okay. Hammer. Es wirkt schon ein bisschen seltsam hier, die Gegend, oder? Wisst ihr, was ich befürchte? Dass es hier so eine Art UFO-Landeplatz ist. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier so eine Art UFO-Landeplatz ist. Guck doch mal, das ist doch nicht normal. Das sieht aus wie getarnt. So eine getarnte Bauersfeld abgeerntete, platzmäßige Bumsding, so irgendwas oder so. Das normal ist das hier nicht. Das ist bestimmt so ein Militärgelände oder so. Schon der Zaun. Da weißt du schon, dass hier was nicht stimmt. Besser, wir gehen wieder. Nicht, dass die uns jetzt hier, keine Ahnung, kommt hier irgendwelche Militärpolizei, die uns verhaftet, oder weil wir auf nicht befugten Gelände rumlaufen oder sowas. Gerade diese unscheinbaren, das sind die ganz gefährlichen Dinge. Das lassen wir mal lieber sein, Leute. Da bleiben wir lieber hinterm Zaun hier. Ah, jetzt geht's los. Der Kollege winkt. Nee, nix Vögeln. Der hat gerade so gemacht. Nein, die Vögel doch hier nicht. Was soll das denn? Ja, wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen gut in der Zeit, Leute. Der Motor startet. Nein, mach aus. Puh, schöner Zaun. Guck mal, seht ihr das, wie die den geschnitzt haben? Das ist Handarbeit. Die haben den handgearbeitet extra für dieses Gelände hier. Abgefahren, Junge. Also was koscher ist hier nicht. Nicht bummeln, Leute. Oh, jetzt hätte ich mich fast gestoßen. Komm, wir gehen wieder. Hier ist nichts los. Hier ist nichts los. Mann, was fahre ich da für eine komische Fracht? Da, sowas will ich fahren. Guck mal, das ist schön. Oh, guck mal, hochglanzlackierter Behälter, Mann. Guck mal, so ein schöner Auflieger. Was fahre ich? Richtig niveaulos sieht es aus. Der fährt da so einen schönen hochglanzpolierten Werbetrailer. Was stehst du hier für seine Firma? Und ich? Was fahre ich? Wie so ein Armentransport irgendwie so. Oh, ey, ihr hört auch auf die Kacke. Ja, gebt mal jetzt alle an mit euren LKWs. Ja. Los, komm, wir gehen rüber. Pass auf, links schauen. Polizei schon. Nee, wir dürfen da stehen. Ich habe ja Warnblinklichtanlage an. Los rüber, Leute. Kommt kein Auto. Ich habe ja Warnblinklichtanlage an. So, los. So, einsteigen wieder. Was hat mit? So, einsteigen. Fenster runter und Tür zu. Warum war überhaupt die Türfenster hoch? Ich dachte, sind welche da geblieben. Waren wohl alle wieder mitgelatscht. Ich habe gesagt, welche sollen am LKW bleiben. Wenn jetzt der Polizeibeamte hätte mir einen Strafzettel geschrieben. So, los. Ruf auf der Straße. Ganz schön finster geworden. Mal los. Das war jetzt aber nicht sonderlich, was wir hier abgegriffen haben. Also hier haben wir kein schönes Urlaubsfoto gemacht, sag ich euch. Hier haben wir kein schönes Urlaubsfoto. Und finster wird's auch. Also hier haben wir voll die Arschkarte mit der. Ich wusste, es wird eine Arschkartenfracht. Fracht. Junge, das ist ja irgendwie ein Döscher Dings hier, Mann. Mann, hier ist aber auch der Hund begraben. Hier kannst du auch wieder nackig rumrennen, sonst interessiert dir kein Schwein. Das ist echt Twilight Zone hier. Guck dir das an. Hier hätte mal hingehen sollen. Guck mal hier. Da hätte mal was machen können. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Oh, jetzt komme ich mitten in der Nacht auf so eine Todesstrecke. So, keiner da? Fernlicht.
Mal los. Passt mal ein bisschen mit auf. Falls wir hier irgendwelche Tramper sehen oder irgendwas Tiere oder was die aus dem Dunkeln huschen. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen hier. Da kommen schon wieder diese gefährlichen Kurven. Ich sehe es schon wieder. Das wird hier noch eine gefährliche Kiste. Aufpassen. Ah, sieht gut aus. Ich mach mal einen 11. Gehen in den 12. Noch 126 Kilometer. Wir blenden mal ein bisschen ab hier. Oh nein! Oh Scheiße! Die sind sogar stehen geblieben. Mann, ich muss ja hier lang. Ach du Scheiße, Junge. Oh, ein Überwachungsturm. Ja, ich hab geschlafen. Was? Ja, ich hab gerade. Du kennst es doch selber. Bist du kurz mal beschäftigt und schon bist du. Kennst du das selber, ne? Ja, siehst du. Warte. Schönen Fahrt noch. Pass auf, Digga. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Puh. Puh. Fahren wir jetzt hier richtig, sag mal? Junge, wo fahren wir denn jetzt hier schon wieder hin? Wo fahren wir denn hier hin? Wir fahren doch nicht nach Bayern. Sind wir hier in den Alpen oder was? Ich will nach Mannheim und nicht nach Bayern. Entschuldigung. Ich brauche das Licht. Bin kurzsichtig, weitsichtig. Junge, müssen wir aufpassen hier. Hier ist ja Düstermarschen. Das ist ja wie Düstermarschen hier. Kriegen wir hin, Leute. Da wieder. Ah, ja, ja, was denn jetzt? Der Kunde wartet. Ja, ich komm doch, mach doch mal keinen Stress. Ich bin da auf dem Weg, ich hab hier zu tun, Mann. Ich bin hier in Düstermarschen, Junge. Mach mal jetzt hier nicht so ein Hermann, Junge. Vorsichtig, leichtes Gasspiel. Da kommt was. Runter vom Gas. Ich will nicht schon wieder auf zwei Reifen fahren. Junge, heute machen wir mein Sportgetriebe, aber ganz schön zu schaffen wieder. Das ist eine Tanke. Ne, wir müssen jetzt durch. Leider, wir müssen durch. Da würde ich jetzt gerne ranfahren. Wir gucken mal, was da wäre das hier. Kollege. Na, oh, da wäre wieder so eine geile Tanke gewesen, Mann. Scheiße. Das hier. Bundesfestspiele oder was mal? Was ist denn hier? Wo sind wir denn hier? Grenzübergang oder was? Hier ist ja ein Grenzübergang oder was? Ach du Scheiße. Wir sind hier gerade irgendwo. Runter vom Gas. Oh, Digga. Kollege? Eieieiei. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 77. Das macht Zwischenspeichern. Unser Bewusstsein wird. Oh, langsam. Langsam, ja, sieht gut aus. Ich fühle, dass wir das da rumkommen. Noch ein Ticken schneller und wir werden wieder geschaukelt auf zwei Rädern. Sag mal, sind das schon wieder für Todesstrecken hier? Warum wird das eigentlich nicht ausgeschildert, dass ich bin schon wieder am Sterben. Oh. Okay, 12. Gang rein, bis zur nächsten Kurve. Dann runterschalten in den 10. Achtung. Runter. Abbremsen. Gut. Kriegen wir hin. Läuft, Leute, läuft. Runter vom Gas. Kollege. Oh, das sind aber enge Straßen hier. Ein Fehler und du bist tot. Ein Fehler. Runter in den 10. Gas geben. Mit Beschleunigung raus aus der Kurve. Rein in den 12. Hoch und den 11. in den 12. Entschuldigung. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Hey, guck mal, die sind die Lichter der Großstadt. An der Umgehungsstraße
Kurz vor den Mauern unserer Stadt steht eine Nervenklinik. Guck mal, hier ist ein Cyberspace-Zentrum. Das kenne ich. Hier bauen sie Satelliten. Sieht geil aus, oder? Habt ihr gesehen? Rechts? Satellitending. Moment, ich muss mich konzentrieren hier. Hier kommt eine leichte Kurve. Kriegen wir hin. Nee, okay, okay. Alles gut, alles gut. Ich habe alles im Griff. Halt, Ampel. Wir sind drinnen. Sind wir schon drinnen? 35 Kilometer. Wie, noch 35 Kilometer in der Stadt noch, oder was? Nur für eine Stadt? Ah, Kollege. Kollege? Na los. Jetzt fahren wir Autobahn oder was? Was ist denn das? Habt ihr den komischen Böller da gesehen? Wenn ich dagegen geballert wäre, dann wären wir ausgeböllert, sag ich dir. Fahren wir jetzt noch Autobahn hier in der Stadt oder was? Na gut, fahren wir Autobahn. Mann, die Straßen sind aber kurz einsichtig nur. Das macht mir ein bisschen, ehrlich gesagt, Angst hier. Schwierige Autobahn hier. Na, fahren wir Autobahn. Stadtautobahn. Warte, Münzen. Puh. Da vorne ist Kollege. 70 ist erlaubt. 74 haben wir. Runter vom Gas ein bisschen. Rein in den 9. Runter in den 8. Ich gebe mir mal noch, ja. Ich gebe mir mal den 7. Klappt. Hoch in den 8. Ist aber eine wilde Kurve hier. Junge, Junge. Ich sehe es noch, dass ich in dieser im 8. nach unten kippe. Ne? Die Gänge, Junge. Junge, wir müssen demnächst mal wieder. Ich muss schon wieder ab hier. Eieiei, ich komme schon wieder vor, wie in, wie heißt diese Stadt hier? Wo sie mich auch so durch die Kurven gescheucht haben. Warte, Vorsicht jetzt. Nein! Ach, du Scheiße. Ach. Oh. Hör mal jetzt auf mit dem Blinken, wenn es einer sieht. Nicht aus! Oh. Wir müssen mal runter. Achtung, guck mal rechts, Leute. Guck mal rechts, ob einer kommt. Okay, läuft, läuft. 3 Kilometer noch. Halt, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Redet mal nicht so laut, Leute. Hier ist eine Werkstatt. Oh, der Mechanik hat gerade gewunken. Ah, ich weiß schon, warum der gewunken hat. So nach dem Motto, du kommst sowieso gleich zur Reparatur. Nee, nee, ich habe diesmal gar keinen Schaden gemacht. Ich muss nicht zu euch kommen. Mann, es ist hier finster in der Stadt. Das ist ein Hotel. Na, ah, läuft, würde ich sagen. Läuft, Leute. Frei, danke. Läuft, läuft. Hotel gut. Hotel gut. Finster. Man sieht ja gar keine Sehenswürdigkeit bei der Finsternis. Ah, los, 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 los. Los, 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 los. Ah, war ja wieder klar. Puh. Schöner Pullover da an. Kaschmir, habt ihr gesehen? Kaschmir-Pullover. Guck mal her, hier, ein dynamisches Auto. Na, Digga? Oh. Der sah aber ein bisschen eingebildet aus. Der sah ein bisschen eingebildet aus. Wahrscheinlich so ein bonierter Affe da. Oh, guck mal, eine schöne Stadt da hinten. Ja, gucken wir uns aber an. Die gucken wir uns aber an. Die war so ein bonierter. Ein Krankenwagen oder ein Leichenwagen oder was? Scheiße, Auto abgesaugt. Genau, da wieder.
Knurr den nicht an, Mensch. Hör auf, den anzuknurren. Kriegen wir hin? Schade, dass wir hier nachts ankommen. Dann sehen wir wieder keine Ladies, Leute. Keine Ladies. Ach, guck mal, schöne Stadt dann werden die hier. Guck mal hier. Sieht hübsch aus, ne? Hier müssen wir rein. Ein großes Gelände, oder? Wo fahren wir denn hier wieder rauf? Aha. Mal sehen. Ah, hier ist der Pförtner. Warte, hier ist der Pförtner. Dreh mal runter, Leute. Dreh mal runter. Na, Band. Ja, wir bringen hier, weiß nicht, wir kommen aus Frankfurt am Main. Ja, ja, ich bin die ganze Zeit am gucken, wo ich hier fahren muss. Entschuldigung, ja, Bremse runter. Ja, durchfahren. Ja, danke. Pass mal auf, meine Leute steigen hier mal aus. Bringt mal die Frachtpapiere, lasst euch da nicht bescheißen, ja. Und, lasst euch, ihr wisst ja, umziehen, ja, da doch. Zieht euch mal was hübsch, also zieht euch mal ein bisschen einen kurzen Minirock wieder, ohne Slip, Nylonstrümpfe an, hohe Schuhe und eine leicht transparente Bluse. Und ein leichtes Schleifchen oder sowas, ne? Ja, so. Und macht die Tür zu. Tür zu! Danke. Okay. Okay. Ja. Wir nehmen natürlich das Schwerste, ist doch klar. Weil er hier rumgelaufen ist. Hallo, ja, was? Nee, meine Leute sind, warum die so erotisch angezogen sind? Ja, die stehen halt drauf. Ja. Nee. Ja, ich fahr. Gut. Erst will er ein Gespräch anfangen und dann sagt er, ich soll weiterfahren. Also so. Erst soll ich mit ihnen reden und dann sagt er wieder, ich soll weiterfahren. Ich weiß auch nicht, was da wäre. Hoffentlich erwartet mich jetzt hier einer nicht, dass ich wieder suchen muss oder so. Ah, da blinkt was. Ist aber nicht gesagt, dass das unser Platz ist. Ich frag lieber erstmal. Ich frage erstmal hier. Na, Band. Wo müssen wir denn hin? Hier vorne, ja? Okay, danke. Was sagen Sie? Ja, ich weiß, Moment, ich guck nach. Akku-Kunststoff habe ich geladen. Akku-Kunststoff. Was? 7 Tonnen. Ja. Nee, was, keine Ahnung. Nee, ich entlade nicht, nee. Nee, ich bringe nur die Fracht. Nicht B und entladen, nur entladen. Ja. Nee, keine Ahnung. Da müssen wir mal den Lagerleiter fragen. Der hat jetzt die Information wahrscheinlich gleich. Also Frachtpapiere werden schon reingebracht. Ja. Ja, danke. Schönen Abend noch. Entladen. Was soll ich denn da entladen? Den scheiß Container kannst du behalten, Mann. Dich verarschen? Kannst du den scheiß Container behalten? Den denkst du, ich nehme den nochmal mit, oder was? Siehst du, als ob ich den Container mitnehmen würde? Sehe ich aus wie jemand, der so eine Container fährt? Entladen. Kannst du die Scheiße behalten? Den Container schenke ich dir. Dann kriegst du noch gratis dazu zu der scheiß Fracht.
Sag her, habe ich meine 150%? Nee, steht ein bisschen schief. Oh, ein bisschen, das steht ganz schön schief. Kann ich auf mir sitzen lassen. Ich kann nicht auf mir sitzen lassen, Mann. Ist auch so dunkel, Alter. Ist voll finster, Alter, Schwede. Mach mal ein bisschen Licht. Mach mal hinten Lichter an deiner Rampe da hinten, Mann. Ich sehe hier gar nichts beim Rangieren. Bin ich hier im finster Walde gelandet, oder? Oh, angekommen, ja. So, zeig mal. Sag mal ein paar. Es ist so finster, ich sehe auch gar nichts mehr. Ich bleib so nicht. Ich bleib so nicht. So, dann fahr das Ding mal noch ein bisschen so. Das ist. Oh, ich krieg gleich ein Kind ab. Sorry. Ah, jetzt. Okay. Aus, Motor aus. Ja, jetzt kannst du abmachen. Oh, verspätet. Die Spam 3100. Nein, doch 5096. Okay, habt ihr gut gemacht. Haben wir nicht so viel Abzug. Da können wir mit leben. Also da können wir mit leben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Stecken wir uns mal der Navi oben, Mann. Das wird ja bestimmt dramatisch, da wieder hinzukommen. Junge, wo bin ich hier gerade gefahren? Junge, Straßburg, Junge. Gefangen in Straßburg. Von hier aus muss man dann irgendwann weiter nach Zürich. Hey, vor kurzem haben wir von Zürich gesprochen. Na, aber sicher doch, gerne doch. Cool. So, Community vom Eingang abholen. Es ist auch finster. Okay, dann von hier wahrscheinlich. So, langsam abziehen den LKW. Ah, von beiden Seiten geht man nicht füllen. Okay, dann langsam abziehen. Hm, auch von hier, oder? Ist egal von wo, ist überall dunkel. Shit! Dann Lampen von hier. So. Gang rein, Kupplung langsam kommen lassen. Langsam die Kupplung kommen lassen. Gucken, dass keine Kabel hängen bleiben. Ja, läuft. Die absolute Beherrschung des LKWs. Wildkatze, die Schallchen. Warte, ich muss mal kurz rein. Ah, da ist jemand. Warte mal, ich halte mal kurz hier an. Handbremse ran. Ich steig mal kurz aus. Mal kann ich den Wasser verlieren. Hoppala. So.
Mannesnot. Muss schon trinken. Ah, hier. Na, Wendt. Na, ihr? Wie geht's euch? Ich komme aus Berlin. Und wie heißt du? Nicole. Und Mireille. Nicole und Mireille. Ah. Ja. Nee, ich dachte, ich sag mal Hallo, weil ich... Ey, es ist voll finster. Ich bin hier ganz alleine. Also ich bin ja... Gut, ich habe ein paar Leute mit dabei. Aber ey, ich bin hier ganz alleine auf dem Hof gefahren. Voll finster, wisst ihr? Und schon in die Stadt rein und dann die Straßen. Was? Ja, so normal für die Gegend, ja. Ja gut, ich komme aus Berlin. Ja. Hypnos World. Was? Ja, hier, seht ihr? LKW. Ja, ich bin es. Habt ihr schon gehört? Ich bin es wirklich. Nein, ungelogen. Ich bin es wirklich. Ist kein Spaß. Ist kein Spaß. Nein. Ja. Und wie ist denn so die Gegend hier so? Also, kennt ihr das Hotel hier? Ist das Hotel gut? Ja? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr nachher ins Hotel kommen. Also, nee, nicht, was ihr jetzt schon wieder nicht. Kein nix, hier nichts mit Sex oder sowas. Kein, nee, ein bisschen Party machen. Wir machen ein bisschen Party oder so. Jo. Mit meinen Leuten hier. Jo, ein bisschen Party machen. Also, wenn ihr wollt, kommt da dazu. Nee, ist keine Anmache. Ist jetzt keine Anmache oder so. Nicht da, weil ich kenne hier ja keinen, weißt du? Und dann hat man mal so ein paar Leute, die sich hier ein bisschen auskennen, wo wir was machen können oder so. Ein bisschen, weiß ja nicht, hier Bowling spielen oder was oder irgendwas oder so. Jo. Oder hier, wo wir was essen können, was Schönes, weißt du? Könnt ihr ja mitkommen. Jo. Na gut, ich fahr mal, sonst meckert hier der Lagerleiter wieder. Also, ihr wisst ja, wo es so ist. Ich muss erst mal suchen. Ich habe mir extra Navi gestellt. Ja. Also, Nicole und Mireille, richtig? Ja. Bis später, ja? Tschüss. Na, siehst du, geht dann. Läuft, Leute, läuft. Warte, die rufen nochmal. Was? Was? Was sagt ihr? Was? Nee, ja, nicht zu spät kommen. Also, wir müssen ja auch vielleicht früh wieder los oder so. Ja. Ja, nicht zu spät kommen. Weiß ich nicht, bis... Ja, also, wenn wir Party machen, so bis kurz vor 0 Uhr, also kurz vor 23 Uhr oder so. Ja, also, komm früh. Genau. Genau, ja. Was? Warte, jetzt rufen wir nochmal. Nein, was ist denn jetzt? Ja, komm, warte, ich hör dich nicht. Warte, ich komme hin. Was? Handynummer. Ruf doch, ich gebe eure Handynummer, ich lege dir meine Handynummer im Hotel. Ja, ich sehe das jetzt hier im Dunkeln nicht. Ich hab meine Augen nicht so gut. Ruft im Hotel an, ich sag der Hypnos World. Ich sag da am Empfang, die sollen die Nummer euch durchgeben, okay? Dann könnt ihr mich auf dem Handy erreichen. Genau. Genau. Okay. Tschüss. Also, nein, also nur dreimal und ja. Warte, die rufen nochmal. Nein, sag mal. Ja, was denn jetzt noch wieder? Was? Ob ihr noch jemand mitbringen könnt? Wem denn? Ah, zwei Freundinnen. Ja, dann. Ja, bring doch noch mit. Dann wird er ja zu viel. Ja, bring mit. Habt ihr auch einen Freund? Wollt ihr Freund auch mitbringen? Freund auch mitbringen? Ah, ihr seid Singles. Ja, dann, ja, komm mit, bring mit. Ja, bring mit. Ja. Ich muss jetzt aber los, Mensch. Jetzt hör mal auf jetzt hier, Mensch. Ihr könnt standen. Ja. Mensch. Bring so da noch zwei Freunde. Läuft, Leute. So, gerade neu in der Stadt und schon wieder ein bisschen Ladies kennengelernt. Gut, ne? Die zeigen mir die Stadt. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Ihr denkt bestimmt schon wieder nur an Sex, ihr Ferkel. Nee, eben nicht. Ja, ich hub mal nochmal. Was weiß ich, meine? Warte. Tschüss. Oh, die hat eine. Die hat mir so ein Küsschen zugeworfen. Sag mal.
Das war die Schwarzhaarige gewesen. Sag mal. Was hat die nur. Die hat mich jetzt nicht angebaggert, oder? Die hat mich jetzt aber nicht angebaggert. Das war bestimmt so eine Art. So wie, wahrscheinlich in der Gegend ist so eine Art auf Wiedersehen oder so wahrscheinlich. Oder die hat mich jetzt. Warum ist nochmal der Lagerleiter? Was ist? Ich soll rankommen. Was will er denn jetzt schon wieder von mir? Mann, ich will los. Ins Hotel fahren. Ja, na, Benno, was ist denn? Was? Die Mädchen wollten was von mir, was? Nee, ich entlade nicht. Nee, ich entlade nicht. Ich habe nur die Fracht gebracht. Fragen Sie mal drin, meine Leute haben die Frachtpapiere schon abgeben müssen. Nee, you speak nix Frachtpapiere entladen. Am Fahren go home. Ja. Servus, grün. Wiedersehen. Ich lade die Scheiße nicht, Mann. Kannst du behalten, deinen Scheißcontainer. Hat die mich jetzt angebaggert oder hat das so eine Art auf Wiedersehensküsschen gewesen oder so? Mann, ich guck mal hier, die wirft mir ein Küsschen zu und ich komme gar nicht mit der Gänge mehr hier klar, Mensch. So. La, der Abend ist so schön. So, So, einsteigen, Leute. Was habt ihr gesagt? Nee, ist nichts vorgefallen. Was? Nein. Ist nichts vorgefallen, Leute. Steigt ein. Fenster runter. Ja, macht die Tür zu. So, fahren wir zum Hotel. Ne? Einmal rum und ran. Mit rum, oh, das ist ein weiter Weg. Es war ein langer, langer Weg und niemand sagte es vielleicht. Warte mal, vielleicht können wir jemanden von der Bushaltestelle mitnehmen? Da steht keiner, oder? Doch, war da einer. So ein Stück zurückfahren, oder? Dann fahr doch mal zurück! Oh, wie lange braucht denn der, um zurückzufahren? Na, Mensch, sollen wir den Stück mitnehmen? Was? Nein, ich wollte ins Hotel fahren. Ich dachte, nette Geste. Nicht? Gut. Schönen Abend noch. Hätte das sein können, ne? Man will. Kann man sowieso rufen. Ich meine, warum nicht? Dass er jetzt gleich umschaltet. Oh, ich bin rübergekommen. Dann schnell rüber räubern über die Kreuzung. Da ist das Hotel, oder? Schön. Warte, gleich mal links einordnen. Hier kommen Gäste gerade. Na, Bent. Wie ist denn das Hotel hier so? Also gut, ja? Okay, schönen Abend noch. Na, die sagen es gut, ja. Na dann. Da steht schon wieder einer auf meinem Platz. So, Leute, dann steigt mal alle aus. Ich werde derweil unseren LKW ab und dann bucht mal für mich die Präsidenten-Suite. In grün, nee, in rot. In rot, die große, weil kann sein, dass noch Besuch kommt, ne? Also, weil da kommen ja vier Ladies und man weiß ja nicht. Ihr kennt das ja. Also, für mich die Präsidentsuite, was ihr euch bucht, könnt ihr euch aussuchen, haben wir ein bisschen verdient. Und dann treffen wir uns unten in der Lobby, gehen wir ins Restaurant ein bisschen. Ja. Ach so, wenn ihr schon am Eingang, wenn ihr am Empfang seid wegen der Zimmer, sagt da mal, am Eingang, gebt dem mal die Nummer, ja? Und dann sagt dem, wenn irgendwelche Mädchen anrufen, die sollen, dass der ihnen meine Nummer gibt. Gut? So, Fenster hoch und Nippel runter und Tür zu. Tschüss. Ja, redet nicht so viel. Geht. So, wer steht denn hier wieder auf meinem Platz? Verdirbt mir wieder den Tag hier. Scania wieder. Ja. Drei Achser.
Macht er wieder einen Haken hier mit seinem Dreiachser. Das wird eng. Das ist nicht gut. Müssen wir schnell ausmachen, sonst regt sich der Concierge auf. Da kommt einer. Da kommt einer angelaufen. Will der denn jetzt? Guten Abend. Was? Wie, der Platz ist besetzt? War kein Zeichen, was reserviert. Für wem denn? Für wem? Kenne ich nicht. Nein, das ist. Stehe ich hier? Wo sind denn hier reservierte Zeichen? Ich sehe keine. Was? Nee, ich bleib hier stehen. Was, sagen Sie, es gibt Ärger? Nein, haben Sie. Ich bin Hypnos World. Was? Nee. Dann reden Sie mal mit dem Concierge. Ich bin Hypnos Volt. Wissen Sie auch, wer ich bin? Ja, reden Sie mal mit dem Concierge hier. Ja, nee. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich gehe jetzt nicht, ich fahr hier nicht um. Normalerweise stehe ich eigentlich noch einen weiter rechts. Ja, hier rechts, dann fragen Sie mal den. Den müssen Sie mal wegschicken. Wenn der rechts wegfährt, dann stelle ich mich um und stelle mich bei dem hin. Also ich fahre jetzt hier nicht weg. Ja, dann fragen Sie mal Hypnos Volt hier. Ja, ich bin nicht irgendwer. Ja. Dann sagen Sie mal, den, der hier rechts steht, wenn der wegfährt, dann fahre ich auf meinen Platz. Ja. Ja, einen schönen Abend noch. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich reg mich ja nicht wegen. Sie machen ihren Job, das weiß ich ja. Sie können ja nichts dafür. Nein, ich reg mich ja nicht über Sie. Nein, ist alles gut. Fragen Sie den Concierge. Sagen Sie, Hypnos Volt ist hier auf dem Platz. Ja, natürlich. Ja. Schönen Abend noch. Es geht da tatsächlich ins Hotel. Warte ich jetzt noch oder nicht? Ja, mein Gott, ich spinne. Ich verpack doch meinen LKW jetzt hier nicht um. Das ist bescheuert. Ich pack da jetzt hier meinen LKW nicht um. Warte mal, jetzt kommt er mit dem Konzert. Ich glaube, ich spinne. Was ist mit denen jetzt hier, Leute, los? Hat doch nie einer sich aufgeregt. Warte, jetzt kommt er hier. Ja, na, Band. What? Yeah, I'm speak German voice. Ja, I'm speak German voice. Yes? Ja, der sagt, was? Ja, nee, ich fahre ja nicht weg. Nee, Hypnos World. Wissen die nicht, wer ich bin? Ja, dann nehmen Sie mal haben Sie Handy? Ja, dann nehmen Sie mal Ihr Handy. Was? Nein, ich fahre jetzt hier nicht weg. Sag mal, sind Sie. Passen Sie mal auf, das erklären wir mal gleich. Also, ich glaube, ich bin hier. Ich rufe mal meinen Onkel an. Sagen wir, Moment, ich rufe mal meinen Onkel an. Ich glaube, Sie wissen nicht, mit wem Sie zu tun haben. Moment. Das klären wir gleich mal. Moment, warten Sie mal kurz. Ja, Sie können ja schon mal gehen. Für Sie, Sie haben ja Bescheid gesagt. Oder muss der jetzt noch dabei sein? Ah, der will dabei bleiben. Okay, ja, gut. Ja, Onkel, ich bin's. Ja, pass mal auf, ich bin hier auf dem Platz, also ich bin hier in unserem Hotel. Ja, wo? Weiß ich jetzt gar nicht. Mannheim, glaube ich, warte. Ich glaube, ich bin in Mannheim, glaube ich. Ich bin in Mannheim. Ja, jetzt bin ich jedenfalls hier auf dem Hotel gefahren und jetzt ist hier so ein Typ. Ich drehe mich mal kurz. Pass auf, da ist hier so ein Typ gekommen. Und der ist, der meint, ich soll mich hier umstellen. Es steht einer auf meinem Platz, wo ich sonst immer rumstehe, bei den ganzen Plätzen. Weißt du, ich habe ja durchgegeben überall. Ja, und jetzt sagen die, ich soll hier vom Platz wegfahren, irgendwas. Habe ich noch nie gehört. Ja, noch nie gehört.
Und jetzt kommt es noch der Concierge dazu gekommen. Warte mal kurz. Was? Ich telefoniere mit meinem Onkel. Warten Sie kurz. Das wird sich gleich aufklären alles. Kein Moment. Also pass auf. Ja, der ist hier, der steht hier. Ich stehe hier auf dem Park. Du musst dir vorstellen, ich stehe hier auf dem Parkplatz. Es ist jetzt hier 2.30 Uhr. Was sagst du? Ja, bei dir ist jetzt schön warm da, ja. Aber ich stehe hier um 2.30 Uhr auf dem Parkplatz und die machen hier Stress. Ja, die sagen irgendwie Plätze reserviert, irgendwas. Keine Ahnung. Kannst du da mal anrufen in diesem Hotel oder so? Ja. Ja, sag, lass mal diesen. Warte mal, ich frag mal kurz. Wie heißen sie denn? Was? Renski. Moment, der heißt Renski. Ja, lass dir mal die Nummer und ruf dir mal direkt an. Ja, die wollen mich hier. Man muss sich hier irgendwo was belegte Plätze hier. Was ist denn hier los? Ja. Nee, da sag dir mal, mach dir mal klar, was hier los ist. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja. Ja, tschüss. Ja, schlaf nachher schön. Ja, tschüss. Sag mal, glaube ich, spannend. So, warte. Ja, Moment. Ich habe meinem Onkel Bescheid gesagt. Er wird jetzt gleich. Er ruft jetzt hier an gleich. Ja, ja. Also, sie kriegen jetzt gleich einen Telefonanruf. Ja, ja. Ja, wird sich aufklären. Keine Frage. Ja, ich fahre ja dann weg. Also, wenn sich jetzt nicht aufklärt, dann fahre ich weg. Gut? Gut. Ja, sehen Sie? Da klingelt schon. Ja, da klingelt schon, ne? Ja, gehen Sie mal ran. Ja, gehen Sie mal ran. Hä? Hä? Jetzt telefoniert er. Jetzt telefoniert er. Hä? Ah, jetzt hat er aufgelegt. Und? Was ist jetzt? Ich kann hier stehen bleiben. Wer denn? Ja, genau. Hypnus World. Ja, das ist richtig. Ich bin hier. Sehen Sie auf meinen LKW die Schrift? Ja. Ich bin Hypnus World. Richtig. Genau. Ja, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend, ne? Und ich bleib hier stehen, ne? Oder was? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich bleib hier stehen. Danke. Und sagen Sie mal den da nebenan Bescheid, ja? Der nebenan steht, dass das mein Platz ist. Fürs nächste Mal, ne? Ja, wenn ich wieder mal komme und Sie irgendwas von reserviert reden, da ist mein Platz normalerweise, ne? Naja, ist nicht. Nee, lassen Sie den. Wenn der schläft, dann lassen Sie ihn schlafen. Nee, ach, so wichtig ist das nicht. Ich bin es halt bloß gewöhnt, da zu stehen, aber ey, es ist nicht so schlimm. Nee, ich bin ja großzügig. Ja, natürlich. Gut, dann schönen Abend noch. Ich will zu meinen Leuten, die warten schon drin. Ich hab gesagt, die sollen mir ein Zimmer bestellen. Krieg hier Besuch. Ja, ich habe hier Termine. Ja, genau. Und ich will jetzt noch was essen. Genau, ja. Tschüss, schönen Abend noch. Wir sehen uns gleich. Ja, tschüss. Was sagen Sie? Geht's aufs Haus? Oh, das ist gut. Wenn es aufs Haus geht, dann ist ja gut. So, ja, tschüss. Junge, was ist mit dem los? Ach so, okay. Ja, guck mal, wie nett auf einmal ist. Jetzt gibt er aus. Also die Nacht ist kostenlos für alle. Essen auch. Essen, trinken kostenlos und schlafen. Ja, siehst du, läuft. Da muss erst der Onkel wieder anrufen. Ja, ich sag euch. So, na also, läuft doch. Na dann, rein ins Hotel. Di-di-di. Sag einmal, ich glaube, ich spinne. Soll ich mein LKW umparken? Solange wie ich... muss noch nie mein LKW umparken, Junge. Völlig verrückt, Junge. Den hat er wahrscheinlich satt gemacht. Wahrscheinlich hat mein Onkel da von dieser Kette angerufen, die in diese Hotels gehört. Und der Chef von dem hat den dann angerufen wahrscheinlich. Weil mein Onkel hat ja nicht bestimmt den direkt angerufen. So, los. Junge, Junge. Da machst du was mit. So, für die YouTube-Leute, vielen Dank. Oh, ein Bildchen haben wir nur gemacht. Das ist eine schlechte Bilderausbeute, aber Gott sei Dank haben wir über 2000 Bilder, aber die zählen ja nicht. So, los, für die YouTube-Leute, wisst ihr Bescheid? Ich bleib auf diesem Parkplatz stehen, Mann. Hier, ich pack doch nicht um. Verrückt, das ist ein Hypnos-Volt, Mann. Abblumen.